In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie in Excel 2010 eine Geburtstagsliste erstellen, die nach Monaten aufsteigend sortiert ist. Hier in der Beispieltabelle sind in der Spalte L die Geburtsdaten angegeben. In dem Register Start und Gruppe Bearbeiten haben wir in sortierenden Filtern die Möglichkeit, A bis Z zu sortieren. Das wird auch ausgeführt, jedoch ist hier maßgebend auch das Geburtsjahr. Sprich, die ältesten Personen werden zuerst aufgeführt und dann aufsteigend. Und erst wenn das Jahr mehrmals vorkommt, wird innerhalb dieses Jahres dann aufsteigend sortiert. Das wollen wir so nicht, denn es soll ja direkt nach Monat sortiert werden. Ich mache diese Sortierung rückgängig. Sie klicken in Ihre Tabelle, in Ihre Quelldaten hinein, wechseln in das Register Einfügen und wählen in der Gruppe Tabellen Pivot-Tabelle aus. Es erscheint nun die Frage, wo soll die neue Pivot-Tabelle eingerichtet, erstellt werden. Ich wähle neues Tabellenblatt oder neues Arbeitsblatt aus. Okay. Hier in diesem neuen Tabellenblatt kann nun die Pivot-Tabelle erstellt werden. Auf der rechten Seite finden Sie die Feldliste. Das heißt, das sind alle Überschriften, die in Ihrer Tabelle vorhanden sind. Ich wähle den Geburtstag aus. Er springt hier unten in die Zeilenbeschriftung und Name. Wichtig ist, dass zuerst der Geburtstag kommt, weil das Feld, was zuerst ausgewählt wird, ist das, worauf der Fokus, sprich die Sortierung, dann später gelegt wird. Anschließend klicken Sie auf einen Geburtstag und in den Pivot-Tabellen-Tools im Register Optionen haben Sie in der Gruppe Gruppieren die Möglichkeit, eine Gruppenauswahl zu treffen. Und zwar ist hier schon vorgeschlagen der Monat. Zusätzlich klicke ich noch auf Tage und bestätige mit OK. So wird jetzt nach Monat und nach dem Tag eine Gruppierung durchgeführt. Im Register Entwurf können Sie in der Gruppe Layout die Teilergebnisse deaktivieren, genauso wie die Gesamtergebnisse, weil die interessieren uns jetzt in diesem Fall nicht. Beim Berichtslayout haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Layouts auszuwählen. Ich wähle jetzt mal die Tabelle aus. In dem Register Optionen deaktiviere ich die Schaltflächen. Das sind diese, die vor den jeweiligen Monat und den Tagen stehen, weil die werden dann auch mitgedruckt und das muss ja nicht unbedingt sein. Ja, schon haben Sie nach Monaten aufsteigend eine Geburtstagsliste erstellt. Möchten Sie diese jetzt filtern, können Sie das auf dem klassischen Wege tun. Oder aber in dem Register Optionen können Sie einen Datenschnitt einfügen. Ich wähle hier auch wieder Name und diesmal Monate. Und dann kommen zwei kleine Fenster, sogenannten Datenschnitte. Hier besteht der Vorteil darin, dass Sie ganz einfach durch Anklicken eines Monats die Liste filtern können. Wir haben jetzt Juni. Ich möchte jetzt die Geburtstagsliste für Juli erstellen. Ich klicke einfach auf Juli und schon wird mir Juli angezeigt. Möchte ich zusätzlich noch die Geburtstage für den August haben, drücke ich die Steuerung-Taste auf der Tastatur und klicke auf August. Und dann wird zusätzlich der August mit angeboten. Sobald Sie eine Auswahl getroffen haben, können Sie oben rechts über das Filtern-Symbol diese wieder rückgängig machen und den Filter löschen. Und dann sieht wieder alles aus wie vorher. Oder aber Sie gehen auf den Datenschnitt Name und können hier auf die einzelnen Namen klicken und sehen dann auch, wann diese Geburtstag haben. Klicken Sie wieder in die Pivot-Tabelle hinein. Erscheint auf der rechten Seite wieder die Feldliste und die Pivot-Table-Tools. Was noch gesagt werden muss, ist, im Register Optionen haben Sie in der Gruppe Daten zwei Schaltflächen. Zum einen aktualisieren, das heißt also, wenn Sie in Ihrer Quelle, in Ihrer Tabelle eine Änderung vornehmen, müssen Sie hier über Aktualisieren die Aktualisierung vornehmen. Sollten Sie Ihre Datenquelle ändern, sprich vielleicht Spalten oder Zeilen zusätzlich hinzufügen, also erweitern, dann müssen Sie hier über Datenquelle ändern, den Bereich neu definieren, neu festlegen. Das können Sie hier in diesem Fenster, kommt eine Spalte hinzu,
geht der Bereich bis Q153, kommen Zeilen hinzu, dann eben 154 und weitere.